von einigen von meinen Freunden, die international sind, auch, jetzt muss ich es irgendwo sehen hier, ein Franzosen, ein Italiener und meine amerikanischen Freunde bzw. Familienmitglieder einiges sagen lassen. Und jetzt würde ich das zuerst mal mit den Franzosen anfangen. Also Frankreich ist auf unserer Seite. Die Menschen. En condamnant la gestion de la crise sanitaire du corona par les gouvernements qui en profitent pour dissimuler la chute des marchés financiers mondiaux. La révolution pacifique se poursuit après 1989 pour faire naître une vraie démocratie en 2020. Nous nous réjouissons d'accueillir tous nos homologues internationaux. Soyez les bienvenus pour un nouveau départ sur la base d'une politique inconditionnellement démocratique. Also eine Demokratie vom Volke ausgehend. Vielen Dank, Frankreich. Moment, es geht weiter. Italien. Berlino in Mitte Europa. Per un interrogatorio scientifico e una democrazia veramente. Scacchiamo il comportamento del governo verso la pandemia del coronavirus mondiale. E solo una coperta sopra il crollo del mercato finanziario del capitalismo. Dopo l'anno 89 completiamo la rivoluzione di pace per una vera democrazia nell'anno 2020. Siamo piacevoli di salutare i nostri amici internazionali civili. Siete benvenuti. Insieme verso una nuova base della politica democratica del popolo. Genau das gleiche. Vielen Dank. Nico aus Italien. Und jetzt, nachdem wir Europa einladen, aber meine Familie ist in Amerika und bei denen ist es auch hochinteressant. Also zum Beispiel in New York haben sie Ziegelsteine. Plötzlich waren Ziegelsteine auf der Straße, wo dann die Revolution sozusagen oder die Demonstration entlang führt. Und da war überhaupt keine Baustelle, sondern nur Steine für irgendwelche Menschen, die dann aber mit diesen Steinen auf irgendetwas werfen. Auch hochinteressant. Also hat nichts mehr mit normaler Demokratie und Versammlungsfreiheit zu tun. So, hier. Die Amerikaner, also internationales Problem. Berlin invites Europe. We stand for scientific debates and true democracy. We condemn the government's handling of the Corona crisis worldwide because they do not value all different perspectives in a fair balance of the risks. And only free people and free enterprises can make these choices. We will now, in 2020, finish what we have started in 1989, the peaceful revolution for real democracy. We are looking forward to welcoming our civilian friends from all over the world. Let us walk together and stand together for true democracy. Also wahre Demokratie und